Hi, und willkommen zu meinem Video. Dieser Moment, wenn man nicht mehr weiß, welcher Wochentag sein soll. Gut, ich nehme euch heute mit zu einem kleinen Auspacken. Ich bin gespannt, was rauskommt. Also, erste Feststellung: Das wird nicht auf die Kamera passen. Ich habe hier ein Paket. Moment, wo man das erste Mal seine Adresse schwärzen muss. Ist schon geil für mich, aber gut. Gut, also. Jo, dann seht ihr zumindest, dass ich das Paket noch auf der Schulter habe und dass ich mir nicht an meinem Bein rumschnibbel. Dieses Taschenmesser habe ich noch von meinem Onkel, der hatte mal einen Laden mit metallischen Sachen. Und da hat er das verkauft und da haben wir das her und seitdem benutzen wir das so gerne. Also ich vor allem, ich liebe das Teil. Weil das andere, das meine Mutter gekauft hat, das ist so ein rotes, ist inzwischen stumpf. Manchmal lohnt es sich, Zeug zu schnorren. Weißt du, von ich hab's gekauft zu ich hab's geschnorrt. Mitgehen habe ich es nicht lassen, also es wird nicht noch schlimmer. Okay, jetzt müssen wir das mal von meinem Schenkel runter tun, damit wir. Ja, nee, das ist echte Verarsche wieder mal, so richtige Verpackungsverarsche. Ja, ist schon echt uncool, also so. Und das ist jetzt das Paket. Passt gut auf meine Kamera. Schön. So, da Leo gerade rennt, mache ich ihm hier eine schöne, dass er, falls er Bock hat, dass er damit spielen kann. Der Leo guckt mich dabei an mit so einem Blick, der sagt, ist made in China, um deine Frage zu beantworten. Steht ganz groß drauf, hier, LED-Ringlicht mit Stati, ganz viele Punkte, ge? YouTube, TikTok, Vlog, chinesisches Zeichen. So. Oh, jetzt. Mama. Mit kleinen Wurz. Guck mal, das musst du echt angucken. Das kannst du gar nicht beschreiben. Jetzt wird's echt. Also jetzt ist es richtig pervers. Doch, das ist jetzt richtig Das ist pervers. mir für ihr mal Hochzeitsgeschenk einpacken. Ja. Auspacken beschäftigt war. Toll. Jetzt kann ich offiziell Leo noch mal eine Kiste zukommen lassen. Oder ich behalte. Ey, ich glaube, also, welche behalte ich jetzt? Was? Ja, ich überlege gerade, wenn ich die große behalte, hat halt das große Ringlicht und Stativ drin Platz. Wenn ich die kleine behalte, nicht. Ach, guck mal, für Sie, sehr geschätzter Kunde, ich habe Legasthenie. Und nochmal als Erwähnung, das ist eine Leserechtschreibschwäche. Das Wort, das ich nicht so mag, für Ihren Einkauf. Es ist uns eine Freude mit Ihnen Geschäfte. Oh, hallo Leo. Toll, jetzt habe ich nicht nur eine Leserechtschreibfehler, sondern Leo hat sich entschieden für die eine Kiste, die ich noch gebraucht hätte. Toll. Toll, toll, toll. Jetzt nimmt er ausgerechnet die Kiste vom Stativ. Die findet er jetzt bueno und die will er fressen. Ja. Ja, aber er darf es ja haben. Also, mit ihnen Geschäfte zu machen. Der Artikel wurde mit Sorgfalt verschickt. Wir hoffen, dass Sie damit und mit unserem Service zufrieden sind. Mit diese, die mit sind dies ist eine große Motivation für uns, einen besseren Verkäufer zu sein. Oh, ist das süß! Wartet, das muss ich euch zeigen. Ist das süß, ist das süß, ist das süß? Da spielt, findet noch jemand die Kisten gerade ganz bueno. Hab euch! Leo wollte gerade die Zuschauer umschmeißen. Geil! Du legst extra ein Skalpell weg, damit der Hase sich nichts tut und der Hase entscheidet sich zum. Da kann man ja mal reinklettern. Und hüpf mal, das Spiel vom Heuboden springen.
kriegt man von Mama und Papa nichts, Joel nicht. Nein, nicht die Küste, bitte, Schatz. Ich hab Platz. Und da schon wieder den nächsten. Oh Mann, oh. Das ist nicht der, ich wieder zu bringen. Jo, wenn wir es kaputt machen, muss es auch mit uns heile machen. Das auch von Natur und Kisten. Oh Gott, das ist krass. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ein besserer Verkäufer zu sein. Wir sind ehrliche Verkäufer und tun unser Bestes, um ihnen zu dienen. Wenn Sie also Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns für eine Lösung zu kontaktieren. Und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Freuen Sie sich darauf, Sie in der nahen Zukunft wieder zu bedienen. Sie aufrichtig. Okay, ich habe eine Leserechtschreibschwäche, aber so schlimm ist auch nicht. Das möchte ich ganz kurz. Sie ist da, aber so schlimm ist nicht. Da steht wirklich, Sie bedienen. Für jeden, der es nicht glaubt. Also, es ist schon schlimm, aber so schlimm auch nicht. Hier ist eine Anleitung, wie man es dann aufbaut. Oh, ich weiß schon, was meine Mutter und ich heute Abend streiten. Dann haben wir hier dann diese Anleitung. Okay, dann haben wir hier irgendwelchen Krimskrams, der aber nicht aussieht wie auf der... Also wenn das jetzt das Handy-Stativ ist, sieht es nicht aus wie auf der Zeichnung. Ich bin ein bisschen überrascht, nicht enttäuscht, aber ich sage da jetzt erstmal, das ist jetzt sehr... Oh Gott, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt einen Fehler mache, den Mami mir nachher gleich tagelang vorhält. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Einfach nicht weiter fummeln und nett lächeln und so tun, als ob man noch eine Überblickette. Dann haben wir hier das Ringstativ. Jetzt werden sich natürlich die eine oder andere fragen, die eine oder andere. Heute will ich aber auch wirklich überall drin sein, oder Schatz? Da ist er gerade. Jetzt hockt er, wartet, ich muss da. Weil mein Hase hat nicht gereiht, dass ein Häuschen da ist, um drin zu sein, aber nicht umgedreht. Darum schmeißt er es immer um. Und darum haben wir es ihm in Gang gestellt, damit er gleich damit spielen kann. Das macht das Video jetzt auch nicht qualitativ schlechter, wenn wir heute Leo noch mit reinziehen. So. Aber es scheint gute Pappe zu sein. Das ist doch schön. Ja, gut. Hier haben wir jetzt mein neues Stativ. Und zwar ein... Ah, ich glaube, wir müssen das mal hier ein bisschen aufmachen und dann... Okay... Ich mache wieder zu mit der Erkenntnis, ich werde nachher mit meiner Mutter die Anleitung lesen. du Mama, ich glaube, ich habe mir die Elena-Variante als Stativ zugelegt. Okay. Es ist echt kompliziert und man reiht es auf ersten Versuch mal gar nicht. Und viele Leute stellen sich das Rätsel. Geht das überhaupt? Wie funktioniert ja. Oder mal anders gefragt, wie erträgt man es, dass es so kompliziert ist? Gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem schönen Ringlicht.
Dann kommen wir jetzt zu meinem Ringlicht minus 5 Teile, was unter mir geflogen ist. Also das ist jetzt mein Ringlicht. Und da haben wir dann eine tolle Fernbedienung, die ein bisschen aussieht wie so eine Fernbedienung von einem Auto. Cool. Hey, da kannst du Fotos machen. Cool. Ich wette mit dir, in spätestens 6 Monaten ist dieses Ding hier total vergilbt und dann siehst du da gar nichts mehr. Und dann, wenn immer, wenn du dich fragst, welcher Knopf ist es jetzt, kommst du nicht drauf. Und dann hast du immer dieses Moment. Da ist noch in meinem Stativ ist ein Mini-Stativ. Weißt du geil, wofür das ist? Das ist geil drin. Ich hab da so ein Mini-Mini-Stativ. Schon wie. Nein, da ist keine ab. Das ist ja nur ein Stück vom Stativ. So, dann haben wir hier noch irgendeinen komischen Pönöpel. Oh, ich liebe das Wort. Ich sag euch, ich sag viel zu oft Pönöpel, Schniepe, Schnippelwuppel oder wie auch immer. Ich habe echt ein Problem. Ich gebe es zu. Ich gehöre zu den anonymen Schniepe-Typ-Menschen. Ah, guck, kann man auseinanderziehen, wenn man Kraft hat. Au! Hör auf zu lachen. Ich versuche gerade ernsthaft mir Mühe zu geben. Hier haben wir R2D2. Nein, stimmt eigentlich gar nicht. Doch, stimmt. R2D2 und billig irgendwie. Ja, und da ist dann das Ringlicht. Gewaltiger Plastikbomber. Aber jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, warum habe ich mir das zugelegt? Warum zeige ich euch überhaupt, dass ich mir sowas zugelegt habe? Und was hat es jetzt mit diesem ganzen Schnicke die Schnickschnack auf sich? Da ist ja nochmal eine Fernbedienung, um Himmels Willen. Wenigstens eine, wo ich weiß, dass die Buchstaben nicht weg sind nach 3 Wochen. Ja, ich plane ab jetzt ein wenig, euch mehr in meinen Alltag einzubinden. Im Sinne von, ich werde euch jetzt beim Kochen mitnehmen. Und Mami, ich glaube, ich habe gerade mein Ring gestartet. Wir sind steil, bevor was passiert. Der Hase war es nicht. Hör auf, der Hase zu verdächtigen. Ey, weißt du was? Bei den Amazon-Bewertungsdingern, ne? Schmeiß so viel Verpackung will ja niemand. Nee, noch viel schlimmer. Da stand drin, ist sofort einsatzbereit. Man muss es nicht aufladen. Ach, ein Scheiß. Da ist überhaupt nichts mit Akku. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch sich so oft so knatschbalgig anhört wie ich? Das ist ja wirklich, langsam frage ich mich das wirklich, Mama. Okay, gut, auf jeden Fall, ich möchte euch ab jetzt ein bisschen mehr mitnehmen. Und werde euch ab jetzt mitnehmen, wenn ich mein Abendessen koche. Ich warne euch jetzt schon mal vor. Das ist jetzt das typische Elena. Ich warne euch vor, damit ihr euch danach nicht beschweren könnt, dass ihr nicht gewarnt wurdet, Video. Ja, also folgendes. Scheiße. Mama, hör auf. Ich habe Mist gebaut, nicht er. Okay, lass den armen Hasen in Ruhe. Also, folgendes. Damit wir das Video endlich mal zum Abschluss bringen. Ich habe ja auch lange genug geschwatzt. Zwar nichts erreicht, aber lang geschwatzt. Also, noch 5-mal also und wir haben es. Gut, also, es ist wie folgt. Ich möchte euch mehr mitnehmen bei meinem Alltagsding und möchte euch beim Kochen mitnehmen. Ich sage euch jetzt schon, ich bin nicht wie diese typischen Köche à la Sally, Sallys Koch- und Backwelt. Bei mir sieht es nicht perfekt aus. Bei mir sieht es auch nicht irgendwie, ich messe euch auch nicht in Schüsselchen ab, wie 2 Eigelb in eine Schüssel oder so. Ich habe keine Spülmaschine. Und ich bin sicher nicht, ich mache auch nicht die Maschine und spüle die ganze Zeit. Ihr erlebt wirklich, wie ich meinen Alltag, wie ich koche, wie ich backe, wie ich mache. Und ihr erlebt auch mit, wenn es schief geht. Es werden Videos, die länger werden als die, die ihr bis jetzt gewohnt seid, weil ich werde auch nicht viel schnibbeln. Das sage ich euch auch schon mal. Vielleicht werde ich schnibbeln anfangen irgendwann. Das sind keine Versprechen, weil man weiß ja nie, wie es sich ändert.
Deswegen habe ich auch mein ursprüngliches Kanalvideo geändert, weil da habe ich ja gesagt, ich verspreche euch, es werden auf jeden Fall viel zu lange Videos. Und inzwischen mache ich viel kürzere Videos. Aber gut. Und ja, auf jeden Fall, es ist so, dass ich euch mitnehme und dass ich mir Mühe geben werde und am Ende des Tages mir wird schmecken. Und wenn ihr es nachmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich habe auch nicht viele Rezepte oder so, aber das, was ich so weiß, das ist halt, ich koche aus dem Bauch heraus. Ich bin der typische, ich habe noch 3 Stücke Käse übrig, mal schauen, was da draus wird, koch. Und ja, ihr werdet oft miterleben, wie ich Geschichten habe, wo ich Mama sagen werde. Nein, wo ich mal... Ja, ist klar, war der Leo, der macht Ratschgeräusche, wie wenn man was zerreißt, klar. Naja, auf jeden Fall, das glaubt dir keiner, Mama. Das glaubt dir echt keiner. Auf jeden Fall, ja, ich werde mir Mühe geben und ich werde mein Bestes tun. Und ja, wann das Erste kommt, weiß ich noch nicht. Ich muss ja jetzt erstmal versuchen... dieses Stativ irgendwie zusammengebaut zu bekommen und ich habe so ein Gefühl, dass es endet wie Weihnachten 2015, wo mein Vater und meine Mutter versucht haben, den Weihnachtsbaum aufzubauen und wir dann am Ende des Jahres die ganze Zeit einen Schepsenbaum hatten. Also Verleumdung. Das ist keine Verleumdung, wenn es die Wahrheit ist. Ja gut, aber Rest vom ganzen Jahr hatten wir dann einen Schepsenbaum. Das mit dem Reichsgeräusch hat Leo dir gerade ein Alibi verschafft. Ja. Der kann doch Reichsgeräusche machen. Na gut, ja, das war alles. Und so habt ihr mal das typische Ding bei mir miterlebt. So ist es bei mir, wenn ich versuche, Pakete auszupacken und der Hase rennt und Mutter irgendwo da hinten noch Kommentare abgibt. Ja, Alltag eben. Leo. Oh, ich glaube, ich hole dich mal ganz kurz da runter. Es sieht mir doch etwas gefährlich aus, mein Sidi. Hier, du kannst auf dem Boden damit spielen. Wir spielen nicht mit gefährlichen Sachen, auch noch in luftiger Höhe. Ja, das machen wir nicht. Eins hat es wenigstens und das freut mich. In letzter Zeit rennt mir mein Kleiner ein bisschen zu wenig und Respekt. Ah, die Tür aufbekommen ohne Hilfe. Respekt. Ja, auf jeden Fall. Wenn du mich nicht ständig ablenken würdest, ging es schneller. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er jetzt heute sich ein bisschen mehr bewegt hat und dass er neue Sachen probiert hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder und ich schätze so November, Dezember könnten die ersten Kochvideos kommen. Weil bis dato sollte ich mein Stativ im... Nein, wir fassen kein Plastik. Sollte ich mein Stativ im Griff haben. Ja, ist mir schon klar, Mama. Ja, ist mir schon klar, Mama. Also dann. Ja, ist mir schon klar, Mama. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell.com. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.